Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um eine Erkrankung unseres blutbildenden Systems. Es geht um das multiple Myelom. Es betrifft diejenigen Zellen in unserem Blut, die die Antikörper bilden, die sogenannten Plasmazellen. Und beim multiplen Myelom entarten diese Zellen. Damit funktioniert die Antikörperproduktion nicht mehr richtig und damit auch die Immunabwehr. Bei mir ist Dr. Hans Salwender. Er ist Sektionsleiter der Hämatologie in der Asklepios Klinik Altona und zum anderen Leiter der Sektion Multiples Myelom in der Hämatologie der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben. Schönen guten Tag. Sagen Sie mir, entartete Plasmazellen, das heißt ja dann nicht nur, dass das Immunsystem nicht funktioniert, da leiden ja auch Organe, oder? Also zum einen, wie Sie es so richtig dargestellt haben, haben wir einen Defekt im Immunsystem, also die Immunabwehr ist reduziert. Also die Patienten können, wenn sie Infektionen bekommen, diese Infektion schlechter überwinden, können an den Infektionen schon sterben. Aber wie Sie auch nachfragen zu Recht, ist, diese Plasmazellen vermehren sich im Knochenmark. Im Knochenmark sollte die Blutbildung stattfinden, die Blutbildung wird dadurch unterdrückt. Die Plasmazellen vermehren sich weiter, stoßen irgendwann an den Knochen, können den Knochen auflösen. Und wenn sie zu viel dieser Immunglobuline, diese Eiweiße produzieren, dann können diese Eiweiße die Niere verstopfen. Das sind die drei Organe, also Blutbildung, Knochen und Niere, die in Gefahr sind und weswegen wir dann auch behandeln, wenn diese in Gefahr sind. Ja, genau. Das heißt, erst einmal, welche Symptome merke ich denn dann, wenn ich unter dem multiplen Myelom leide? Das Durchschnittsalter ist 70, 71 Jahre und die Symptome sind eigentlich relativ landläufig, obwohl es eine sehr seltene Erkrankung ist per se. Die Patienten haben Symptome der Blutarmut, Leistungsschwäche, Kurzluftigkeit oder Knochenschmerzen. Das sind eigentlich Symptome, aller Welt Symptome für ältere Patienten. Und dann ist es die große Kunst herauszufinden, welcher dieser Patienten mit Knochenschmerzen und schäumenden Urin zum Beispiel und Blutarmut dann ein multiples Myelom hat. Ja, Sie sagten eben gerade, die Symptome sind eigentlich auch das, weshalb Sie behandeln. Das sagt mir im Umkehrschluss, dass es nicht unbedingt dieses Myelom ist, diese Entartung, die mich eventuell auch zu Tode bringt, sondern dass es um die Symptome geht. Ist das so richtig? Vollkommen richtig. Wir teilen die Erkrankung ein aufgrund der Anzahl der Plasmazellen im Knochenmark. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt nennen wir die Erkrankung bösartig. Aber behandeln tun wir wirklich erst, wenn die Erkrankung so weit fortgeschritten ist, dass eins dieser drei Organe betroffen ist. Und das kann manchmal Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte dauern. Ich habe eine Patientin, die wir seit 20 Jahren beobachten, die eindeutig diese bösartige Erkrankung hat. Aber die Erkrankung richtet keinen Schaden an und deswegen wird sie nur beobachtet. Ja, was ist denn das Prinzip eigentlich dann einer Behandlung? Also Sie versuchen dann die Knochen zu retten, Sie versuchen dann die Niere zu retten. Was heißt denn das für die Heilbarkeit dieses multiple Myeloms überhaupt? Also zum einen, die Behandlung ist eine Behandlung, die gegen das bösartig aggressive Immunsystem gerichtet ist. Wir zerstören das Immunsystem, leider dabei zum Teil auch das gesunde Immunsystem, aber nach einer erfolgreichen Behandlung erholt sich das gesunde Immunsystem schneller wieder, so dass wir Patienten haben, bei denen Jahre nach der Behandlung überhaupt gar nicht man an den Blutwerten erkennt, dass er jemals krank war. Ist das eine echte Heilung? Das ist zumindest ein komplettes Verschwinden der Erkrankung, das ist unser Ziel. Wie lange die dann vorhält, ist im Einzelfall sehr unterschiedlich. Wir haben durchaus Patienten, die noch vor der Ära dieser sogenannten neuen Substanzen behandelt wurden und bis jetzt seit 20 Jahren keinen Rückfall haben. Das gibt es und es ist jetzt heutzutage noch nicht die Regel. Und wir haben auch Patienten, die sehr schnell Rückfälle bekommen, aber dann würde die nächste Therapie eingeleitet werden als Dauertherapie. Und wir haben eine ganze Reihe von Patienten, bei denen die Erkrankung zwar sichtbar ist, zwar behandelt wird mit wenig Nebenwirkungen, aber sie hoffentlich eine normale Lebenserwartung haben. Das ist unser Ziel. Dann trotz der Erkrankung, wie bei hohem Blutdruck zum Beispiel auch, den sie ja auch nicht heilen. Also sozusagen, genau, also leben mit der Krankheit und nicht trotz der Krankheit sozusagen. Ja. Wie funktioniert denn dann diese Therapie? Wie startet sowas? Also die Therapie besteht aus mehreren Einzelteilen. Gerade bei jüngeren Patienten und jünger ist in dem Zusammenhang unter 70, verabreichen wir eine hochdosierte Chemotherapie. Das hört sich schlimmer an, als es eigentlich ist, weil das hochdosiert bezieht sich auf die Nebenwirkung der Zerstörung der Blutbildung. Aber weil wir zuvor die Blutbildung in Sicherheit bringen und anschließend wieder zurückgeben, quasi wie so eine Eigenblutspende,
sind diese Nebenwirkungen deutlich vermindert. Diese Hochdosistherapie bieten wir deswegen Patienten bis 70 oder biologisch bis 70 an. Ergänzt wird nahezu jede Therapie durch Cortison oder genauer Steroide in verschiedenen Tablettengrößen. Mhm. Der Witz bei der Hochdosistherapie, das ist so ziemlich die einzige Therapie, wo wir anschließend keine langfristige Cortisontherapie erstmal brauchen. Und dann gibt es zusätzlich die neuen Substanzen, die zielgerichtete Therapien mit Antikörpern beziehungsweise auch so Proteasom-Inhibitoren, die ganz spezifisch die Plasmazellen zum Absterben bringen und halt so die anderen Organe so gut wie gar nicht beeinträchtigen. Also bleiben Sie erstmal bei dem bisherigen Standard. Also Sie sagen ja, Cortison muss sein. Das ist so das eine, also in den meisten Fällen. Dazu eine Hochdosis Chemotherapie. Und dann haben Sie gesagt, wir bringen die Blutbildung in Sicherheit. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist so, dass die Hauptnebenwirkung dieser Hochdosistherapie eine Zerstörung der Blutbildung und damit auch der Plasmazellen ist. Und man kann aber diese Blutbildung durch bestimmte Tricks, indem man so eine halbhochdosierte Chemotherapie und so einen Lockstoff verabreicht, kann man die Blutbildung in die Venen mobilisieren und von dort einfach so absaugen und in den Kühlschrank packen, so wie bei einer Eigenblutspende, dass man halt Blut entnimmt, nur in dem Fall halt jetzt nicht das Vollblut, sondern nur Teile der Blutbildung, in den Tiefkühlschrank gepackt bei minus 186 Grad. Und anschließend die Chemo verabreicht, die nach einem Tag wieder aus dem Körper verschwunden ist. Und dann bekommt der Patient diese zuvor tiefgefrorene Blutbildung wieder zurück. Damit die Chemo nicht die Blutbildung zerstört? Damit die Blutbildung, die gesunde Blutbildung, sich anschließend wieder erholen kann. Ja, ist das nicht, also etwas aus dem Körper raus und wieder rein, das klingt ja immer auch erstmal nicht ganz ungefährlich, oder? Ja, das hört sich so ein bisschen an wie Science Fiction, ist aber gar nicht so selten. Also ich habe meine Arbeit begonnen Anfang der 90er Jahre in Heidelberg. In Heidelberg wurde diese Methode so entwickelt damals. Und ich persönlich habe bestimmt schon über 1000 Patienten behandelt mit dieser Therapie und vor allem die Patienten auch vorher und danach gesehen. Das ist heutzutage eine Standardbehandlung in Deutschland sicherlich. Kann nichts passieren, Infektion? Passieren kann immer was, aber das Risiko jetzt von einer hochgradig ganz gefährlichen Infektion ist bei langfristiger Cortisontherapie auch nicht null. Und nach einer Hochdosistherapie oder im Rahmen einer Hochdosistherapie zu versterben, ist heutzutage eine Größenordnung von 1% oder weniger. Und wie lange dauert dann diese Chemo oder sind das mehrfache Chemos, die Sie da machen? Also wir machen bei diesem Hochdosiskonzept, wie gesagt, für Patienten bis 70 Jahre, machen wir eine Vorbehandlung, die über 3 Monate geht, Kombination aus Cortison. Das Cortison geben wir auch nicht jeden Tag, sondern nur an einzelnen Tagen, wodurch die Nebenwirkungen, die bekannten Nebenwirkungen von dem Cortison übrigens auch radikal vermindert werden. Und anschließend müssen dann die Stammzellen gesammelt werden in einem zweiwöchigen Aufenthalt, stationären Aufenthalt. Und anschließend gibt es die Hochdosistherapie, wofür die Patienten circa 2,5 bis 3 Wochen stationär sein müssen. Und insgesamt dauert dieser Prozess dann? Das ist ein halbes Jahr. Ja. Manchmal kommt anschließend noch eine Erhaltungstherapie. Also man ist damit schon doch ein halbes, dreiviertel Jahr sicherlich beschäftigt. Ja. Was machen Sie denn, wenn Sie einen Patienten haben, der älter ist? Denn das ist ja doch, glaube ich, eine Krankheit, die viele Ältere, also mit einer 7 vorneweg, würde ich mal sagen, schon gerne betrifft. Was machen Sie denn für die? Welche Alternativen haben Sie? Also bei den Patienten ist das Ziel, die Erkrankung zu beherrschen, mit möglichst wenig Nebenwirkungen, was die neuen Entwicklungen der Therapien auch erleichtern. Und da ist es eine chronische Behandlung, eine Dauerbehandlung. Und wie gesagt, wie bei hohem Blutdruck. Während bei den jüngeren Patienten versucht man halt mit dieser intensiven Therapie die Erkrankung erstmal komplett zu beseitigen, dass sie hoffentlich Jahre und manchmal, wir haben auch solche Fälle, Jahrzehnte nicht mehr wiederkommt. Ja, und das ist der Unterschied. Bei den Älteren fängt man von vornherein mit einer Dauertherapie an. Ja. Sie sprachen eingangs auch von neuen Techniken, die Sie haben. Sie sprachen von zielgerichteter Therapie, was ja auch so ein Begriff ist, der eine starke Bedeutung hat, man aber vielleicht nicht auf Anhieb versteht. Ja. Was ist das? Also wir haben verschiedene zielgerichtete Ansätze, also Substanzen, die ganz, also in erster Linie die Plasmazellen attackieren
Und so im Prinzip wie Paul Ehrlich vor 100 Jahren von den Zauberkugeln sprach, die halt ihr Ziel suchen und auffinden und diese bösen Zellen zerstören und den Rest des Organismus in Frieden lassen. So haben zum Beispiel Antikörper so gut wie gar keine Nebenwirkungen. Mhm. Und auch andere, auch diese Proteasominhibitoren, das Bortezomib, macht zwar etwas Polyneuropathie, aber sonst wenig andere Nebenwirkungen. Mhm. Und das sind die wichtigen Sachen. Auch die immunmodulatorischen Substanzen. Wir haben Substanzen, die sind in der Lage, das patienteneigene Immunsystem derart umzuprogrammieren, dass der Körper selbst, das Immunsystem selbst gegen die Erkrankung kämpft. Und das sind in der Summe hochwirksame Substanzen. Gerade in den letzten 3 Jahren haben wir viele neue Substanzen an die Hand bekommen, die wir auch zum Großteil in Altona mitentwickelt haben. Und das ist schon eine tolle Sache, weil dadurch die Wirksamkeit und das Überleben doch dramatisch verlängert wurden. Ja, also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, also diese zielgerichtete Therapie, da geht es, glaube ich, darum, der entarteten Zelle den Hahn abzudrehen, auf gut Deutsch, also die Nahrung zu entziehen vielleicht. Während bei der modulierenden Therapie geht es darum, das Immunsystem wieder zu stärken und selber tätig zu werden. Habe ich das so richtig ausgedrückt? Ja, so, weißt du, wobei das nicht ganz schwarz und weiß ist, kann man es jetzt auch nicht sagen. Also auch die Antikörper sind in der Lage, bestimmte Teile des Immunsystems zu aktivieren, um dann gegen die Plasmazellen zu kämpfen. Und bei diesem Bortezomib als zielgerichtete Therapie zum Beispiel ist es so, dass der Mülleimer der Plasmazellen verstopft wird und dass sie da an dem ganzen Eiweißmüll dann untergehen, also, wenn man das so plastisch sich vorstellen mag. Jetzt klingt das ja schon sehr, sehr eigentlich in der Zukunft, aber es gibt ja noch eine echte Zukunft aus Ihrer Sicht. Also wo laufen denn die Therapien hin, wo sie noch zielgerichteter oder komfortabler werden? Also ganz wichtig ist, was Sie sagen, komfortabler werden. Wir haben jetzt zum Beispiel Antikörpertherapien, die eine Infusionsdauer von 5 bis 7 Stunden haben. Und da ist im Moment in Entwicklung subkutan Verabreichung, dann wäre der Patient nach 5 Minuten wieder aus der Praxis draußen. Oder andere Substanzen, die deutlich besser verträglich sind als das, was wir vielleicht in der Vergangenheit einsetzen mussten. Und natürlich die Kombination aus verschiedenen Substanzen, die wir jetzt schon in der Erstbehandlung einsetzen und Substanzen, die wir zum Zeitpunkt des Rückfalls einsetzen, die dort sehr wirksam sind. Und die setzen wir jetzt zusammen ein in der Erstbehandlung, sodass die Hoffnung auf langfristige Krankheitsbefreiung oder langfristige Freiheit von der Erkrankung doch erheblich gestiegen ist. Also die aktuellen Daten der letzten 14 Tage, will ich mal sagen, sind schon hochgradig beeindruckend bezüglich auf neuer zusätzlicher Wirksamkeit. Noch ein kurzes Wort zum Thema KT-Zellen. KT-Zellen sind im Moment ein ganz großer Hype. Das sind eine ganz spezielle Art des Immunsystems. Da ist das Problem, die wurden am Anfang angepriesen als heilende Maßnahme. Alle Daten, die wir jetzt mit längerer Nachbeobachtung haben, zeigen uns, dass die hochwirksam sind, die Patienten sehr gut ansprechen, insbesondere mit viel Vortherapie, aber die Patienten durch diese Behandlung nicht geheilt werden. Die Patienten bekommen auch mit dieser Behandlung Rückfälle. Und wenn dem so ist, muss man sich die Frage stellen, ob es nicht einfache Methoden gibt, um ein ähnliches Ziel zu erreichen. Es gibt vergleichbare Therapien, die auch eine bestimmte Zielstruktur auf den Plasmazellen angreifen, wie die KT-Zellen. Nur man muss sie halt jetzt nicht Patienten individuell herstellen, sind viel einfacher und wir haben doch ähnliche Ansprechraten und wir werden in Altona auch da uns daran beteiligen, diese weiterzuentwickeln. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.